Hey ho Leute und willkommen zurück zu Dark Souls 2. Im letzten Part, haben wir, was haben wir im letzten Part gemacht? Genau, wahrscheinlich den Henkerswagen und die Grippefürsten und sowas, irgendwas in der Richtung, ja. Und sind jetzt, ich bin schon ganz neben der Spur wegen diesem Bereich, und sind jetzt im Erntetal angekommen, ja, dem ganzen Giftbereich, ja. Und dürfen uns dort umsehen, um dann wieder da hochzukommen, endlich dieses Windrad abzufackeln, das uns diesmal nicht so auf den Sack gehen wird. Und ja, dann die gute Mythia zu plätten, ins Eisenschloss zu gehen und dort den DLC zu betreten. Mal gucken, wie das diesmal wird. War der Typ hier hinten dran, oder? Ja. Okay, und die andere Wand soll er uns bitte auch öffnen, wobei da wartet schon was. Oh. Nicht gut, nicht gut. Nicht gut. Ich habe da jetzt kein rotes Phantom erwartet. Gut, hier kann ich zum Glück wieder drüber. So. Ja, das kam jetzt minimal unerwartet. Wir versuchen jetzt auch mal was. What the fuck? Ich habe eindeutig Kreis gedrückt. Ha. Ich drücke Kreis und er setzt zum Zweihandangriff, also zum R2er-Angriff an. Was? Das war Backstep-Schaden? Oh, okay. Guardbreak bringt bei dem gar nichts. Naja. Wieso treffe ich den nicht? Was mache ich? Ach komm, zieh mal wieder ein Schild. Oh. Au, gut, dass ich ihn doch nochmal hochgeholt habe. Sonst hätte das ziemlich böse getroffen. Ja, komm, Backstep Action, Backstep, Backstep, Backstep. Oh. Bep, bep. Ja, der hat einmal viel Leben und wir machen ziemlich wenig, ne? Naja, okay, dann hauen wir um. Oh, oh. So. Hei. Okay, den haben wir. Jetzt nicht an dem Typi da verrecken. Na? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh. Oh, okay. Hä? Was ist mein Großer? Kannst du nur geradeaus schießen? Anscheinend. Lol. Na, wir gehen trotzdem ein bisschen. Ja, das habe ich nämlich jetzt erwartet. Oh shit, oh shit, oh shit. Alles gut. Ja, man sollte sich nicht unbedingt einkesseln lassen. So, sehr gut. Dann kommen wir nämlich an das Shiny, von dem ich nicht mehr weiß, was es ist. Aber ich halte jetzt trotzdem die Augen offen. Nicht, dass da auch noch ein rotes Phantom wäre. Ja. Eine ganze Fackel. Eine Seele. Ah. Naja. War also in dem Moment dann doch nichts Besonderes, was wir hier bekommen haben. So, was hat man denn noch? Hier konnten wir runter. Ah, da war eine Truhe. Und dann in den Gift... Sumpf da. Na, gib mir. Faules Harz, Giftstein. Naja, okay. So. Okay. Hier schauen wir uns natürlich ein kleines bisschen um. Oh, da geht, glaube ich, ein Weg lang. Nee. Ja, die Frage ist, wo ist hier jetzt was, ne? Weil hier sieht man ja mal gar nichts. Und ich würde ja doch schon gern jetzt ein bisschen... Oh, da ist ja eine Seele. Stimmt, die hätte ich jetzt fast übersehen. Nein! Da Gegenstand. Ja. Ist natürlich unpraktisch, dass man hier jetzt gar nichts sieht. Ich habe Angst, eine Fackel auszupacken. Nicht, dass das explodiert, wie in manch anderen Spielen. So, aber hier scheint dann doch nichts mehr zu sein. So, gut. Das war das Loch. Ich weiß genau, dass wir sterben, wenn ich jetzt da lang gehe. Aber ich glaube, das Risiko gehen wir ein. So. Pack den Schild wieder aus. Und dann enden wir mal die ganze Bagage. Och, meine Fresse. Mit einem roten Phantom. Ist das euer Ernst? Okay. 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 Nein, 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 nicht okay. Boah. Oh, gar nicht okay. Okay, also die... Der Sturzangriff scheint die Gegner hier überhaupt nicht zu beeindrucken. So, dann mal versuchen, einen nach dem anderen zu bekommen. Ja, Gott, haben die ein Leben, ey. Das ist nicht normal. Da kommt keiner mehr, okay. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ah, so.
Ja, alles gut. Und erster weg. Nein, noch nicht ganz. Egal, jetzt aber. So, Nummer 2. Ah. Meine Güte, das war schon wieder... Oh, 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 oh. Viel zu knapp. Ich gehe hier runter. Jetzt müssen wir erstmal wieder alle runterziehen. Aua! Ich hab's im Hals. Ich hab's echt im Hals, verdammt. Mist, ist das ärgerlich. Naja, egal. Egal. Wer kommt denn da jetzt zuerst? Hier, Digi Digi Speck Speck Numero Uno. What the Idee? Ich hab mit meinem Schild zugehauen? The fuck? Wow. Nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Gar nicht gut, gar nicht gut. Ich verballer hier den ganzen Estus. Na gut, wenn wir das jetzt einmal geschafft haben, ist es ja auch gut, ne? Da kommt noch einer, okay. Ja, hau nochmal zu. Scheiße. Nein. Och, nein, 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 nein. Was? Mann. Wieso lebt der noch, ey? Der hätte doch ruhig verrecken können. Der Lebensbalken ist doch leer. Halt dein Maul. Ich muss mal so machen, damit mein Rachen wieder frei ist. Naja, es funktioniert nicht. Ich möchte jetzt nicht ganz dreckig ins Mikro stöhnen. Das mache ich ja meistens dann nur, wenn ich die Bosse endlich mal schaffe. Ey, der war tot. Ja, jetzt muss natürlich dieser Ladebildschirm auch mal ewig und 3 Tage laden. Ist ja klar. Wie? Was ist mit meinem Controller los? Ich drück nix, er springt. Ich drücke Kreis, er macht R2. Das sind wahrscheinlich die Überbleibsel des Elana-Kampfes. So, dann kommt mal bitte alle runter hier. Runter. Oh, ist der zu dumm, von da oben runterzukommen oder was? Wow, shit. Ach, leck mich doch, ey. Nein, 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 nein. Boah, diese dreckigen Stinker. Jetzt komm auch, sag mal, ihr seid zu fett zum... Ah. Oh. Ja, komm. Fall endlich da runter. Es ist doch nicht wahr, oder? Nein, 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 nein. Ey, es ist nicht wahr, wie lange der jetzt da oben rumgeglitscht ist, anstatt endlich mal runterzufallen. Zack, zack. Roll dich weg. Geh wieder ran und weg. Kommt einer? Nein. Okay. Mann. Na, jetzt mach was. Och, nüt sowas. Oh, du Saugesicht, du Fette. Ah. Ah. Na. Ah. Ach, Mann. Oh, ich hätte doch ruhig da hochgehängen. Ich habe hier keinen Platz. Das sind zu viele von den fetten Missgestalten, ey. Nein, Mann. Da. Dreck. Ich kotze dir ins Gesicht. Ich kotze dir ins Gesicht, wenn du nochmal so brüllst. Ganz ehrlich, ich ziehe mir den Rachenkopf an und kotze ihm ins Gesicht. Boah, ist das so nervig, ey. Als Caster kann man da wieder... Ja, ich habe einen Caster abgelegt. Ich weiß, ich weiß. Es strudelt man so einen Scheißdreck hin und der strudelt alles tot. So. Oder mit den Wundern, das Blitzzeug. Keine Ahnung, es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Aber es ist einfach... Als Nahkämpfer eine Ecke schöner. Wenn man es dann schafft. So, ist ja nicht so, als hätten wir was zu verlieren. Ja, komm runter da, kriegst direkt einen rein. Ja, jetzt brauchen wir natürlich mal extra lange. So, okay. Komm, 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 mach hin. Da kommt noch ein zweiter, war ja klar. Roll dich jetzt weg, komm. Wow, das war schon eigentlich ein bisschen zu knapp. Ach, das war jetzt gar nicht knapp. Es war eher mistig. Okay. Und da sind sie nicht alle runtergefallen. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Lass mich hier weg. Ja, wie machen wir das jetzt? Ah, wieso sprinten wir nicht? Wir sprinten nicht. Ach Mann, oh nein, wir sprinten nicht. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Nee. Oh Mann. Wieso sprinten wir jetzt schon wieder nicht? Ich verstehe das nicht. Normal sprinten wir immer wunderbar. Das ist doch zum Kotzen.
War die Ausdauer immer noch ganz leer, als ich da wieder sprinten wollte, oder was? Nee, die Stelle geht mir jetzt echt jetzt langsam auf den Sack. Hätte es mit dem Sprinten geklappt, wäre ich nämlich wieder da oben gewesen, aber nein. War die Ausdauerleiste echt noch komplett leer? Ich dachte, die wäre schon fast halb voll gewesen wieder. Boah. Ladebildschirm. Bisschen schneller. Das ist mein einziges wirkliches... Nein, ich habe mehrere Mankos an dem Spiel. Aber das ist ein Riesenmanko. Der Ladebildschirm. Das ist mitunter das Schlimmste. Dass die Bosse so easy sind, ist ja jetzt... Ja, kann man verschmerzen. Ich meine, es gibt immerhin viel mehr davon. Und diese normalen Mistviecher sind 10-mal schwerer als vorher. Jetzt sei nicht so schnell. Du bist fett und hässlich, ey. So. Dann haben wir mal wieder ein bisschen Spaß, würde ich sagen, ne? Und... Ah, Schild. Ja, komm, mach was. Das sind 2 Angriffe, ne? Ja. Okay, rollen. Ja. Okay. Weg. Weg. Okay. Oh Mann, sie wollen nicht anständig folgen. Lass mich hoch da. Mann. Einfach nur krank. Okay, einer fällt runter. Das ist ganz gut. Schild, 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 Schild. Komm, mach was. Oh. Das habe ich falsch interpretiert. Shit. So. Ja, ja, ja. Ist gut. Ja, klasse. Jetzt fängt natürlich der Rote an. Komm, roll dich weg. So. Der Rote ist noch da oben. Verdammt. Ja, wo glitscht denn der sich hin? Ja, super. Super. Mhm. Mann, du hast zu viel Leben. Weißt du das, Specki? Alter Speckbaron, du. Komm, mach was. Ja, einer kommt noch, ich weiß. Und jetzt weg hier. Weg, weg, weg. So. Das sollte passen. Nope, natürlich nicht. Okay. Never change your running system. Okay. Und der nächste Speckbaron. Das sind 2. Okay, alles gut. Wop, wop, wop. Auch wieder 2. Wow. Ah, ich gehe runter. So. Okay, der nimmt auch schon mal den Weg. Oh, oh. So viel zum Thema. Wuhu. Never change a running system, ne? Ich bin aber jetzt gerade wirklich mutig. Nein, ich werde nicht runterspringen. Nein, werde ich nicht. Jetzt komm her. Ey, geh da hoch. Los. Nein, nein, das war nicht gewollt. Nein. Och Mann, warum greifst du jetzt an? Nein, das war nicht gewollt. Nein. Uncool. Nein, 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 nein. Arschloch. So geht's ja jetzt nicht. Gut, der ist schon mal tot. Ey, die Rolle sollte nicht sein. Oh, jetzt kommt die Heilung zu spät. Egal. Oh, warum macht der immer 2 Rollen heute, ey? Komm her, Speckbaron. Ba-ba-bam. Ba-ba-bam. So. Gibt's doch nicht, ey. Krampf. Übelster Krampf. Yay, Gewürz. Nom, nom, nom. Können wir vielleicht doch noch das ein oder andere Wunder lernen. Yay. Eine große Titanitscherbe. Na gut, die interessiert uns jetzt ja nicht wirklich. Was uns interessieren würde, wäre Glitzer, Glitzer. Ist das eine unsichtbare Wand hier? Ah. Nö. Also gegen Glitzer, Glitzer hätte ich nichts einzuwenden. Hi, wie geht's dir? Geh mir aus dem Weg, da ist ein Glitzer. Du auch, weg da. Ne? Hey, da ist noch jemand. Hallo? Hör auf! Mann! Finde ich das auch voll unsozial. Ach, stimmt, das funktioniert ja nicht. Hey, das ist ein Shiny. Glitzer-Titanit, das ist gut. So, da geht's hoch und...
Ach, da ist die Kristallechse. Stimmt. Na, na, na. Komm. Nein, nein. Ah, Loot. Ja, ist okay. Kann man haben. Okay. Ah, bam, 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 bam. Shiny. Oh, ein Duftzweig. Das ist schon mal geil. Das ist immer viel wert. Hm, hatten wir hier oben noch was? Ja. Und wir kriegen Skeptiker-Gewürz. Oh yeah. So, was haben wir denn da? Lebenssteine. Okay. Okay. Hat sich jetzt relativ beschränkt gelohnt. Immerhin ein Glitzer-Glitzer bekommen. So. Das war das. Die Waffe hat noch ein bisschen Haltbarkeit. Das heißt, wir gehen gleich zum Leuchtfeuer zurück, aber vorher erforschen wir noch ein bisschen Giftgrube. Joa. Chimonimo! Okay, ich sehe gar nichts. Außer auch ein Shiny. Eine schwindende Seele. Naja, es ist etwas. Ich sehe gar nichts. Nichts. Null. Ey, wo geht's lang? Waren wir nicht gerade dahergekommen? Doch. Müsste ich nicht hier rechts gehen irgendwo? Hier? Zumindest eine Blue. Oh, ein Shiny. Oh, Einfallspinselgewürz. Okay. Ha, die Blutlachen haben uns den Weg gezeigt. So, jetzt gehen wir aber noch da rein. Und wir finden. Okay, drei Menschenbilder. Das ist nice. Das ist wirklich schön. Ah, schade, wir wurden doch nochmal vergiftet. Ist aber nicht weiter dramatisch. Obwohl, hier war, glaube ich, die andere schwindende Seele, nicht wahr? Ja. 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 Okay. Da wir jetzt sowieso noch vergiftet sind und nicht gegen die beiden Spackos auf einmal kämpfen wollen, heilen wir uns gerade lieber mal und schnappen uns noch das Shiny. So, das war das. Ach, da hinten ist trotzdem noch was. Eine Titanitscherbe. Coole Sache. Okay. Wo komme ich raus? Da. Vielleicht kommen wir doch noch bis zum nächsten Leuchtfeuer so weit. Nee, wir gehen zurück. Es ist ja hinter dem Habsuchtdämon, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ach, wir sollten es nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen. So. Ja, das war das. Okay. Frisch gestärkt, repariertes Schwert. Ein bisschen mehr Estus. Auf geht's. Was wollte ich eigentlich jetzt skillen? Ach ja, Leben. Wenn wir, wenn wir wieder ein bisschen mehr haben. So, zum Sonnenlichtaltar werden wir jetzt nicht gehen, weil, ja, brauchen wir nicht. Ich frage mich, ob wir mittlerweile seinen Schaden blocken können. Ich würde es mal gern testen. Ja, ziemlich gut. Komm, mach mal. Boah. Was? Zwei? Oh. Gut, dass wir den Schaden derartig blocken können, muss ich jetzt mal gerade sagen. Sonst hätten wir da vielleicht ein kleines Problemchen. Oh. Okay. Konnten wir den staggern? Ja, konnten wir. Cool. Boah, die haben aber auch Leben. Und Sprungangriff. Shit! Mann. Egal. Double Kill. Warum haben wir da zwei geedit? Ha. Wie haben wir denn den... Naja. Sollen wir da unten... Was war nochmal da unten rum? Dann kamen wir... Wieso sollten wir unten rum gehen? Ich weiß es nicht mehr. Wir gehen jetzt oben rum, so. Hier wurden wir, glaube ich, eh nur vergiftet, ne? Naja, komm näher. Los. Kann ich eigentlich so parieren? Ha, müsste klappen. Aber das probieren wir jetzt nicht hier am Boss. Am Gegner. Waren die nicht Backstepper? Hm. Naja, egal. So, weg mit deinem Leben. So, da unten war ja auch noch so ein Specksoldat. Oh, da ist auch noch einer. Oh, oh. Ja, das war jetzt irgendwie, oh, scheiße. Asozial. Oh, was ein Pech, ey.
Mann! War ja klar, ne? Tja, das passiert, wenn man halt die Umgebung nicht mehr kennt. Deswegen sollte man sich sowas merken. Na gut, ich habe ja eben auch nicht gewusst, dass da zwei Stück auf die Brücke zukommen. Das hat mich ja schon ein bisschen gewundert. Also so viel zu dem Thema. Wow, wir kommen ja richtig gut durch. Ich wollte eigentlich dieses behinderte Kackzeug, Gift, Mistkram, blah, möglichst schnell hinter mir lassen. Weil ich das nicht mag. Zack. So ist das doch angenehmer, oder? Ah, da ist der andere. So. Ich weiß nicht mehr, warum ich da oben rumrennen möchte. Aber wir werden es, wie gesagt, trotzdem tun. Oh mein Gott, er giftet. So. Bam. Kurz die Nase kratzen. Oh, verdammt, ich muss niesen. Ah, nein, böse. So, jetzt komm, Specki. Specki. Ah, jetzt macht er das. Bam. Nein, ich möchte nicht vergiftet werden. So, wunderbar. Der steht noch da unten rum. Auch wunderbar. So, was haben wir denn jetzt? Ach, da unten war, glaube ich, nur dieser andere Weg, der irgendwo hinführt. Aber irgendwas war da doch auch, oder? Naja, wir werden jetzt nicht übergenau sein. Allerdings will ich trotzdem noch das ein oder andere Shiny. So, einmal. Komm, treffen. Treffen. Och, Mann. Naja, egal. Dann halt den. Oh, 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 scheiße. Oh, scheiße. Gib mir das Shiny. Gib mir das Shiny. Okay. Dann lass mich mal... Ah, da ist er! Ah, da ist noch einer! Ja, ist okay, ist okay. Nee, nee, nee. So geht's ja. Ey. Lass dich treffen, Bub. Okay, einmal. Aber wir haben keine Ausdauer. So, ganz gut. Oh, die droppen Titanitscherben. Das ist ja ganz cool. Mach mir doch keine Angst. Yay. Yay. Wir kommen hierhin zurück, wenn wir den Dämon besiegt haben. Ah, was war denn hier nochmal? Hier war doch irgendeine Treppe, oder? Also mal abgesehen von den Giftspuckern hier. Ich dachte, hier wäre noch irgendwas mit Fallen, oder war das im nächsten Raum? Ah, das war da. Das war die Trap. Okay. Du Drecksack, du. So, und dann halt noch ein Käferchen. So, umgucken. Looten. Nee, doch, ich glaube, hier war eine Trap. Ich weiß aber nicht mehr was. Ah, Gift. Oh, es hat noch getroffen. Wow, und das alles für eine Fackel. Boah. Wie geil. Ich wollte schon immer eine Fackel haben. Ich würde sagen, wir schaffen den Sprung einfach und dann ist gut, oder? Ja, den schaffen wir. Was soll's, komm. Seht ihr? Easy. Müssen wir nur noch treffen? Mega easy. Ah, da ist die Falle, ja. Eine grüne Blüte. Ach stimmt, da kommen diese anderen Gegnertypen. Ja komm, lauf über den Schalter. Was? Aktiviere nur ich den Schalter? Ihr geht mir jetzt nicht groß auf den Sack. Oh, leck mich. Leck mich. Triff, Schwert. Nein. Oh, du Arsch. Nee. Von denen lasse ich mich nicht mehr so provozieren. Die werden hier direkt aus dem Leben genatzt. Hör auf. So, hier war doch die Druckplatte dann, ne? Ah! Du Saugesicht. Ja, du kannst schnetzeln. Herzlichen Glühstrumpf. So, und ich kann dich mit meinem Mega-Messer einfach wegnatzen. Okay. So, ja.
Wow. War da noch was? Anscheinend nicht. Was? Da haben wir einen. Und da anscheinend keinen. Stocher, Stocher, Stocher. Ah, du Sau, du. Hör auf zu stochern. Gott, dafür hasse ich die Zweihandschwerter. Ich komme so nah ran, du blockst dich an ihn und haust dadurch daneben. Und was haben wir hier? Ja? Hocherotisch, eine Armbrust. Naja. Dann gehen wir jetzt zum Fettwanst. Ach, Moment. Stimmt, da war was. Hopp. Okay, hier konnten wir ja, glaube ich, noch ohne Probleme hingehen. So. Oh, eine Flakonscherbe, die uns natürlich nichts bringt. Und ich glaube, hier gab es dann den Giftbissring, oder? War hier sonst noch was? Okay, hier war ein Pharos versteckt. Ich weiß nicht mehr, wo das hinführt. Hm. Oh, wir sind vergiftet. Ich sollte da vielleicht mal was machen. So, und zack. Ich glaube, das hat nur zu einem Ring geführt, oder? Was sagt er denn? Ring, aber Gift. Okay, ja, dann den Ring brauchen wir nicht. So, hoch da. Ach, jetzt müssen wir wieder... Ah. Ah, da hinten ist das Dickerchen. Okay. Wir benutzen die Leiter. Ciao. Oh, meine Nase kitzelt. Oh mein Gott, ich hasse es. So. Ja, dann kommt jetzt der Habsucht-Dämon. Nein, ich weiß es nicht mehr. Doch, Habsucht? Was? Habsucht? Haben wir noch unser Glitzer-Glitzer? Ja. Oh, guckt euch mal den... Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Scheiße. Hammer, Hammer, Hammer. Hammer, 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 Hammer. Hammer, Hammer. So. Ich wollte sagen, guckt euch mal die Haltbarkeit unseres Schwertes an. Hallo, fette Larve. Wie geht es dir? Hier, komm, fang mein Schwert. Oh mein Gott, hat der viel Leben. Was macht er für einen geilen Move? Ah, bam. Hör auf! Hör auf! Was tust du? Fettwansten! Ha! Das kann ich auch! Oh mein Gott, der Schwanzhieb! Wow! Das hat wehgetan! Jetzt trink die Scheiße endlich! Und bam! Oh mein Gott, was tut er? Er schwabbelt! Boah, und dann noch mit den Ärmchen hinterher! Ist das denn? Was kann... Ah! Hör so auf! Böser Boogie Boogie! Hier, fang mein Schwert! Was hat er? Okay, wenn das erstmal alles war. Oh, er diese Moves, die hätte ich auch so gern drauf. Hä? Schwabbel, schwabbel, babbel. Bam! Bam! Na? Alles. Oh mein Gott! Alles klar? Ich habe Angst, wenn er durch den Raum hüpft. Das könnte vielleicht ein bisschen unangenehm werden. Also, wenn er das mehrfach macht. Aber so geht das ja jetzt noch. Was macht er denn jetzt? Ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Wow, Reichweite. Wow, Fail. Na, Schwabbelbabbel? Lalalala. Oh, du bist aber ein schönes Schwabbelbabbel. Komm her, du Mega-Spermium, du. Oh mein Gott. Na, nichts passiert. Bam. 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 Bam? Hör auf mit... Ey, hier... Hier wird nicht mit dem Schwänzchen rumgeschubst. Ah, geh weg. Ah, du Sau, du. Das ist voll dreckige Schwänze. Oh, 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 oh. Ah, scheiße. Wow, wie delayed. Nicht gut. Nicht gut. Der rollt, der macht noch weiter. Jetzt schwabbelt er durch den Raum, oder? War es das? Ich dachte, er jumpt so cool durch den Raum durch. Okay. Bam. Bam. Easy peasy. Ja, das war dann der Habsucht-Dämon. Gibt ja auch gerade mal 32.000 und halb Seelen. Boah, vergleich das mal mit den DLC-Bossen. Das ist ja gar nichts, ne? Also, haben wir jetzt Lucatiel? Ah, wir haben sie. Hi. Bla 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 bla. Ja, wir hatten das schon mal, meine Süße. Yay, wir haben einen Ring bekommen. Ja, komm.
Komm, Text, wir hatten das alles schon mal. Wir wollen dich trotzdem weiter vorantreiben. Na gut, wir können sie eh nur abschließen, wenn wir, sie auch zu drei Bosskämpfen rufen würden.